Hallöchen Schnuckis! Heute packen wir den Adventskalender vom Bibi Blocksberg aus und ich bin schon total gespannt, was hier so drin ist. Vielleicht gucken wir erstmal, was in der 1 drin ist. Geil! Der passt wie angegossen. Wusstet ihr eigentlich, dass man das Schnapparmband auch als Lineal benutzen kann? Wenn ihr mal keins findet, dann könnt ihr es einfach anlegen und zieht dann euer Strich. Oh, was ist das? Wow! Hier haben wir einen Keksausstecher drin. Das ist die fliegende Bibi. Da können wir jetzt leckere Bibi Blocksberg-Kekse backen. Oh Gott, ich liebe Bibi Blocksberg. Hä, was ist das? Oh, das ist voll groß. Wow. Ich glaub's nicht, da ist verhexelt Glibberschleim drin. Wie geil ist das? Hier ist noch irgendeine Flüssigkeit dabei und dann kann man richtig seinen eigenen Schleim machen. Ey, wenn ihr Bock habt, dass ich euch zeige, wie das Ganze funktioniert und wie das aussieht, dann gebt dem Video einen dicken Daumen nach oben und dann mache ich einen verhexten Glibberschleim. Geil. Oh mein Gott, was haben wir jetzt hier drin? Bin schon ganz gespannt. Wow, ich ahne was. Hier haben wir ein Bibi Blocksberg Stempel drin. Wie geil. Gleich mal testen hier. Oh mein Gott, das funktioniert richtig gut. Da könnt ihr eure ganzen Schulsachen bestempeln. Wie geil. Wie fühlen? Ich bin voll gespannt. What? Oh mein Gott, seht ihr das? Da ist ein Glitzerpuzzle drin. Die Puzzleteile, die glitzern und funkeln richtig. Oh, wie geil. Wenn ihr das Ganze gepuzzelt habt, dann habt ihr quasi das Bild vom Adventskalender nur als Puzzle. Wie cool. Also bis jetzt finde ich den schon saugeil. Oh mein Gott. Ah, das ist noch innen. Komm raus. Hier haben wir total verhexte Schneekristalle drin. Wie geil. Das fühlt sich an wie Pulver. Cool, also wenn ihr wollt, dann probieren wir diese beiden Sachen mal in einem extra Video aus. Ey, ich habe schon immer Bibi Blocksberg geliebt und Benjamin Blümchen. Aber hier sind ja so geile Sachen drin. Hier sind wenigstens ein paar mehr Aufkleber drin als in manch anderen Adventskalendern. Hier sitzt sie am Weihnachtsbaum und hier hängt sie auf Kopf. guckt euch mal die Zuckerwatte an. Yum. Was ist das? Kennt ihr das? Man muss hier vorne durchgucken und hier hinten ist so ein Prisma drin. Vielleicht kann ich euch das zeigen. Oh mein Gott, es funktioniert! Also wenn ihr hier durchguckt, dann sieht das Ganze so aus. Und wenn ihr es noch dreht, dann sieht das so aus. Oh mein Gott, wie geil. Was ist hier drin? Was ist das? Hier haben wir so einen Stachelball drin. Der ist ziemlich weich, der lässt sich ganz gut knetschen. Fühlt sich eigentlich voll cool an. Das ist so ein Anti-Stress-Ball mit so Noppen. So, was haben wir hier in der 10? Ey, was ist denn das? Ah, ich weiß schon, was das ist. Das hier ist für einen verhexten Wasserstrudel. Das heißt, ihr habt hier zwei Wasserflaschen und dann kommt dieses Ding hier zwischen den beiden Flaschen rein und dann habt ihr einen eigenen Wasserstrudel. Cool. Guck mal, was in der 11 drin ist. Ui, oh Gott, der zerfällt voll. Oh, die untere Tür geht auf. Hier haben wir einen Stift drin. Der schreibt lila. Cool. Die ist jetzt kleiner. Die ist ganz klein. Oh, das hier sind quasi verhexte Seifenblasen. Oh mein Gott, wie süß ist das bitte? Funktioniert das? Das passt auf jeden Fall in jede kleinste Tasche. Wie goldig ist das bitte? Oh, die 13 ist voll lang. Oh, wie kommt man da rein? Hör, wie geht es hier hin? Oh, krass. Ey, hier ist ein Hüpfröhrchen drin. Kennt ihr die? Die sind wirklich geil. Die stellt man hier einfach hin, dann drückt man das nach unten. Also das fühlt sich voll geil an. So, warte. So, und dann. Oh, scheiße, wo ist es? Nein. Oh, wie das springt, ey, die hüpfen voll hoch. Ups, es ist wieder so lang. Das muss man ganz vorsichtig jetzt aufmachen. Oh. Die glitzern richtig, das sind Nagelaufkleber. Die könnt ihr einfach abziehen und klebt die euch hier so auf die Fingernägel. Nice. Ey, Leute, kauft euch diesen Kalender, der ist ja immer so geil. Oh nein, das verreißt schon wieder. Auch hier sind wieder Stickers mit drin. Die sind auch total süß. Ich glaube, ich verziere damit vielleicht ein paar Bücher oder so. 16. Oh mein Gott, warum zerreißt es so? Ich mache das ganze Ding halt ab hier. Egal. Ah! Hier haben wir einen Bibi Blocksberg Schlüsselanhänger drin. Total cool. Die hintere Seite ist weiß, was ein bisschen schade ist. Aber trotzdem total niedlich, oder? Wo würdet ihr den Schlüsselanhänger hinhängen? 17. Da, 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 da. Hier haben wir so kleine Geschenkanhänger drin. Das sind so Kärtchen. Da könnt ihr das hier rausmachen. Und dann könnt ihr schreiben, für Hans-Peter von Lilifee. Dann sind wir schon bei der 18 angekommen.
die ich nicht aufkriege. Ene, mene, Maus, 18, geh jetzt auf. Hex, Hex. Nein, das ist ein Radiergummi. Ene, mene, großer Schreck, alle Fehler sind jetzt weg. Hex, Hex. Ene, mene, Straßenschilder, entdecke bunte Hexenbilder. Hex, Hex. Nein, es geht mit Körperwärme, geil. Das kann man jetzt hier so reiben. Und dann kommen Bilder zum Vorschein. Wie cool, das sind Zauberbilder. Ene, mene, gar kein Ding. Am Finger habe ich jetzt einen Ring. Hex, Hex. Ey, das sieht voll cool aus, wenn ihr das passende Armband tragt mit dem Bibi Blocksberg-Ring. Das sieht voll geil aus. In der Nummer 22 ist so ein kleiner Notizblock hier drin. Da könnt ihr was draufschreiben. Das Coole ist ja, wir haben ja den passenden Stift dazu. So, die 23. Oh mein Gott. Das ist das große Ding hier. Boah. Ui, da kannst du gar nicht. Oh mein Gott. Nein. Ah, boah. Das hier sieht aus wie ein Buch, aber das geht gar nicht auf. Das funktioniert nicht. Und wenn ihr jetzt diesen Ring nehmt, dann müsst ihr den hier dran halten. Und jetzt geht der Deckel auf. Wie geil ist das bitte? Da könnt ihr jetzt so ein paar Sachen verstecken. Zum Beispiel die geilen Seifenblasen. Da will ich nicht, dass irgendjemand die findet. Und dann mache ich noch hier die Stickers mit rein. Dann klappe ich das zu. So, und da kommt wieder keiner dran. Okay, Leute. Jetzt sind wir schon bei der Nummer 24. Ey, wie geil die Sachen sind, die da drin sind. Das ist wirklich mein Kalender, der sich lohnt. Da sind richtig geile Sachen drin. Da habe ich schon ganz anderen Scheiß erlebt. Bibi Blocksberg erzählt die Weihnachtsüberraschung. Hier ist eine komplette Folge von Bibi Blocksberg drin. Und zwar erzählt sie eine Weihnachtsüberraschung. Bibi und Oma Grete wollen ein paar Leuten mit heimlichen Weihnachtshexereien etwas Gutes tun. Aber das geht leider total nach hinten los. Die Folge, die höre ich mir auf jeden Fall heute Abend im Bett an. Und ich bin schon sau gespannt und freue mich drauf. Also auch wenn der Kalender echt aussieht wie Sau, muss ich sagen, da sind richtig geile Sachen drin. Dieser Kalender kriegt mal locker 4 Sterne. Und wie viele Sterne würdest du diesem Kalender geben? Ich verlinke euch noch unten in der Infobox den Kanal von Bibi Blocksberg TV. Dort könnt ihr noch weitere Folgen euch anhören und sogar ansehen, denn da könnt ihr noch Bibi Blocksberg Filme gucken. Bis dann. Tschüssi, Bissli.